Das ist Alexej Walikow von der Deutschen Bahn, der darüber spricht, wie man Bilder oder PDFs zu Karten macht. Danke. Das wird nicht ganz typischer Vortrag, weil ich werde damit anfangen, um möglichst viele von euch hier wegzujagen. Und zwar, wenn Sie die Folie sich anschauen und die Werkzeuge kennen, muss der hier nicht unbedingt dabei sein. Okay, aber ich freue mich trotzdem, dass ihr so zahlreich erschienen seid und muss mich jetzt für eine Sache entschuldigen, nämlich, ja, also nicht für meinen Namen, aber ja, dieser Vortrag wird leider grafisches Material enthalten, was für empfindliche Personen nicht ganz geeignet ist. Also, ihr seid gewarnt. Und so ein Ding habe ich mal auf dem Fernseher gesehen. Also die nachfolgende Sendung ist für die Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Eigentlich die nachfolgenden Karten sind überhaupt für Zuschauer nicht geeignet. Also ihr seid gewarnt. Bitte jetzt, wenn ihr tatsächlich empfindlich seid, schließt die Augen. Weil das ist mein Horror. Das habe ich mehrmals gesehen, dass man Behörden oder Ämter oder auch Organisationen wie berühmte Deutsche Bahn manchmal die Karten machen und veröffentlichen die als PDFs. Ich bin in der GIS-Branche seit, ich weiß nicht schon wie viele Jahren. Ich habe es momentan, diese Bewegungen mit Zoom in, Zoom out in Sleepy Maps, habe bei mir so eingeprägt, dass wenn ich irgendwas bekomme, wo ich nicht einfach mal mit einem Mauswheel reinzoomen und rauszoomen kann, dann kriege ich fast physische Schmerzen. Und das tut mir dann unheimlich leid, weil die Karten, die da veröffentlicht werden, die sind eigentlich toll. Das ist zum Beispiel eine Karte von europäischen Binnenlandwasserwegen von UNEC veröffentlicht als Epithet PDF. Ja. Und das tut mir wirklich leid, weil wenn ich das in PDF öffne, es geht also keine Navigation, ich kann nicht wirklich reinzoomen. Irgendwo gibt es da einen Modus, dass ich mich da reinschalten kann und dann geht so halbwegs, aber dann muss man immer wieder suchen und finden. Ein weiterer Fall ist von Morgenpost. Die haben eine ganz tolle Bibliothek an Infografiken. Die sind Bilder, PNGs. Also das ist eine wunderschöne Karte und das ist ein PNG. Ja, und da, wenn man das im Browser öffnet, beziehungsweise auf einer Webseite anschaut, da steht ja schon, ja, klicken Sie hier und dann kann man da eine Karte dann reinzoomen und rauszoomen. Aber das ist überhaupt kein Vergleich mit dem Stand der Technik, die wir jetzt eigentlich seit, ja, ich weiß nicht, knapp 15 Jahren haben in der Branche. Und ja, wir sind die Geodevs, wir möchten Sleepy Maps und wie machen wir die? Ganz einfach mit ein paar Werkzeugen, mit Wiget, LibVPS, LibFips und ImageMagick und Leaflet. Und das möchte ich jetzt gerade erklären. Der Vortrag ist extra so konzipiert, dass das auch für nicht unbedingt GIS-Professionals geeignet ist. Also meine Zielgruppe ist eigentlich, ja, vielleicht nicht ihr, weil ihr werdet das schon sicherlich hinkriegen. Wir haben jetzt gerade bei GeoServer gesehen, wie einfach das alles geht. Aber ich möchte die Leute adressieren, die diese Karten auf deren Webseiten veröffentlichen als PDFs und ein bisschen zeigen, wie man das vielleicht anders machen kann. Ein wichtiger rechtlicher Hinweis. Ich rede erstmal nicht für die Deutsche Bahn hier, das ist ganz wichtig. Also ich bin bei der Bahn und ein paar Sachen habe ich bei der Bahn gemacht, aber ich bin privat hier, ich bin kein Anwalt. Aber ein paar Hinweise, einfach mal, die Karten sind in der Regel urheberrechtlich geschützt. Das heißt, wenn ihr diese Techniken, was ich jetzt gerade zeigen werde, anwendet und dann die Karte einfach mal ins Internet veröffentlicht, kann sein, dass es wirklich problematisch wird, je nachdem, wie empfindlich der Kartenurheber ist. Gut, und ja, ich war außerhalb der Stadt, wenn das geschehen ist. Gut, also wir gucken uns unser erstes Case, dieser Binnenland-Wasserwegekarten und gucken, ob wir das, also was würde es dann uns kosten, eigentlich das als Sleepy Map zu machen.
Unser Ausgang ist PDF. Das kann man ganz einfach herunterladen. Ich habe hier ein mega kompliziertes Wget-Befehl, aber wenn das zu schwierig ist, Rechtsklick, Save As, hat man lokal. Und das ist unsere Quelle. Das ist ein PDF. So, jetzt kommt der größte Witz. Um diese Karte als Sleepy Map zu zeigen, braucht man die Kacheln. Normalerweise hat man, oder oft hat man, serverseitige Software, wie zum Beispiel GeoServer, MapServer, wie auch immer, die diese Kacheln produzieren können. Das geht ja auch, ist nicht besonders kompliziert, aber eigentlich braucht man das nicht unbedingt. Also für PDFs braucht man das nicht. Es gibt ein paar Werkzeuge, die diese Arbeit ganz einfach machen, und eins davon ist libvips, das ist da verlinkt, und das ist einfach mal ein Befehl. Und mit diesem Befehl, ich kann da ein fast beliebiges Image reinstecken, ob das PDF ist oder irgendwie ein anderes Format, und ich kann das sagen, schneide mir das in eine Kachelpyramide, und zum Beispiel nach, ich weiß nicht, nach Google Layout, macht ein PNG daraus und zeigt mir dabei auch, wie dieser Verarbeitungsprozess läuft. Dieser Befehl, das dauert vielleicht so irgendwie bei, also auf meinem Rechner glaube ich, so bei einer Minute, und dann hat man eine Kachelpyramide. Also rechts ist einfach mal ein Screenshot, also ich liebe Screenshots in Präsentationen, rechts einfach mal ein Screenshot von einer Dateistruktur, die dann am Ende erzeugt wird. Also für GIS-Professionals unter uns, und das sind wir eigentlich alle, das ist also 0815ZXY-Dateistruktur. Und das kann man einfach mit einem Werkzeug erstellen. Man braucht keinen GeoServer dazu. Dann auch ein beliebtes Werkzeug bei uns, ein Leaflet-Client. Einfach mit, ich weiß nicht, 7 Lines of Code kann man einen Leaflet-Client machen. Und mit diesen Tiles, mit dieser Tiles-Konfiguration kann man einfach auf ein lokales Verzeichnis hinweisen und sagen, naja, da holst du deine Tiles. Und das wird ja schon funktionieren. Leider wird es am Anfang ein bisschen blöd aussehen, weil diese geschnittene Kachelpyramide passt natürlich in kein Koordinatensystem überhaupt, weil das ist komplett was Virtuelles. Also das hat mit einem realen Koordinatensystem überhaupt nichts zu tun. Deswegen, wenn man das einfach mal auf 0,0 zentriert, dann landet man irgendwo. So ist das überhaupt, hat mit Realität gar nichts zu tun. Dann ganz einfach kann man in fast jedem Browser in Developer-Konsole, also es tut nicht weh, F12 zu drücken, man kann in Developer-Konsole sagen, Map get Zoom, und dann hat man die Zoom-Stufe, und Map get Center, dann hat man sozusagen die Koordinaten, wo man quasi hinein zoomen kann. Also mit zwei Befehlen, also zuerst muss man dann zentrieren und zum Beispiel hier auf Dresden, also oder auf dem Bereich, was man als erstes zeigen will, und mit zwei Befehlen weiß man, was man eigentlich als sozusagen Koordinaten in Leaflet-Client konfigurieren muss. Die Koordinaten haben natürlich nichts mit der Realität zu tun, aber das sind einfach mal die Zahlen, die man für einen Client eintragen kann. Das kann man dann da rein konfigurieren. Und darüber hinaus gibt es noch ein paar weitere Dinge, die man da gerne einstellen könnte, zum Beispiel so Min-Max-Zoom, dass man nicht zu weit rauszoomt und die Karte zu klein aussieht aus diesem PDF, oder umgekehrt, dass man zu tief reinzoomen kann und da sind die Details, die in PDF überhaupt nicht vorhanden ist. Also das braucht auch kein Mensch. Das ist diese Min-Zoom und Max-Zoom. Und dann hat auch diesen PDF irgendwo die Grenzen. Ja? Und das kann man mit Max Bounce und Bounce dann einstellen. Ich mag auch sehr diese Einstellung Max Bounce Viscosity, dass man, ich zeige das jetzt live, weil das ist eigentlich einfach ganz schön ist bei dieser Karte. Das ist so eine Einstellung, die irgendwie, wenn man versucht rauszuzoomen, dann kommt man zurück, also sieht dann ungefähr so aus, also ich versuche jetzt hier, ja, und diese Dynamik, diese Physik, dass die zurückkommt, also diesen Gefühl, das ist fast haptisches Gefühl, und das mag ich sehr in der Karte, das mache ich sehr gerne in Einstellungen. Okay, also zurück in PDF,
hoffentlich bin, lande ich da. Okay, also da sind einfach ein paar Konfigurationen mehr, da kann man die Karte schon richtig zentrieren, also den Bereich, was man tatsächlich als erstes zeigen will, zum Beispiel hier so um Dresden. Und das war's. Okay, das ist nur erstens Teil der Vortrag. Also unser Ergebnis ist, wir haben mit sehr einfachen Werkzeugen, wo man eigentlich kein GIS-Professional überhaupt sein muss, eine interaktive Karte produziert. Die Karte kann als statische Web-App veröffentlicht werden. Die ist online, offline und lokalfähig. Also was heißt offline-fähig? Man kann das alles einfach mal in Lokalverzeichnis packen und da einfach mal Index.html öffnen und das wird funktionieren. Das ist offline und lokalfähig. Aber die ist auch onlinefähig. Man kann alle diese Dateien nehmen und zum Beispiel in Amazon S3 oder GitHub Pages oder sonst irgendwie hochladen, wo man einfach mal einen HTTP-Server braucht und mehr nicht. Man braucht keinen Geo-Server, Map-Server, wie auch immer, um die Dinge zu zeigen. Das heißt, auch wenn man kein GIS-Professional ist, hat man da überhaupt keinen Setup-Aufwand, grob gesagt. Ja? Also ich mag es sehr, das auf GitHub Pages zu machen, weil ich sehr gerne mit Git die Dateien manipuliere und da ist natürlich kein Geo-Server drin, aber trotzdem kann ich meine Karten veröffentlichen. Das Gleiche würde übrigens mit etwas mehr Aufwand mit Vektorteils gehen, das ist dann noch interessanter, aber habe ich jetzt nicht ausprobiert, deswegen werde ich nicht zeigen. Und genau, also bei Online veröffentlichen möchte ich nochmal darauf hinweisen, auf diese rechtlichen Aspekte. Mach das nicht einfach so, weil das kann tatsächlich ganz, ganz schlecht enden. Also wenn man die Karten irgendwo einfach mal nimmt und auch in schönerem Format irgendwo veröffentlicht, das kann eine unerlaubte Vervielfältigung darstellen und ist ein Verstoß. Okay. Gut. Und jetzt, das war sozusagen die Reise in eine Richtung. Jetzt möchte ich auch die Reise in eine andere Richtung zeigen. Und zwar angenommen, man hat schon eine Sleepy Map oder irgendwie so eine interaktive Karte mit Kacheln. Wie kann man das sozusagen ursprüngliche Bild wiederherstellen? Gute Frage, warum man das braucht. Also ein ganz einfacher Grund ist Ausdrücken. Ja, also ich habe, wenn man zum Beispiel eine, ich weiß nicht, OSM-Karte hat oder sonst irgendwas und ich will einen Bereich ausdrücken, ich will ein Bild davon produzieren. Bei einer Karte wie zum Beispiel das, was ich jetzt eben gezeigt habe, würde man vorsichtig sein, weil wie gesagt, Ausdrücken ist auch ein bisschen problematisch. Also mir wurde mehrmals in Copyshops verweigert, eine Karte auszudrücken. Genau, also man ist da ein bisschen vorsichtig. Aber gut, ich zeige jetzt aber auch ein anderes Case, warum man das brauchen kann. Und der ist eigentlich ein bisschen pragmatischer. Und zwar, es gibt auch alten Karten, die wurden irgendwann mal, also Ende 90er würde ich nicht sagen, aber Anfang 2000er gemacht, seitdem nicht angefasst. Und die verweilen so ein bisschen und entsprechen jetzt, wie gesagt, nicht wieder Stand der Technik. Ein Beispiel, was ich da nehmen würde, ist von der Deutschen Bahn, nicht von meinem Arbeitgeber, weil also Deutsche Bahn ist ganz groß und es gibt da ganz viele Gesellschaften. Das ist eine Verbundkarte, also Karte der Verkehrsverbunde, die in elektronischem Kursbuch vorhanden ist. Und da steht ganz groß interaktive Verbundkarte. Was heißt in dem Fall interaktiv? Also ich kann links da auf einer Webseite hier oben klicken, dann lande ich auf eine andere Webseite, also auf eine andere Seite, wo das hier ist. Und wenn ich hier klicke, dann komme ich noch zu weiteren Seiten. Und nein, ich kann hier nicht scrollen und pennen, so wie wir das geübt sind, sondern ich muss dann auf diese Pfeile hier drücken und kann dann, so quasi ist das eine Interaktion. Ich will das nicht schlecht reden, das war so Standardtechnik, der irgendwie, ich weiß nicht, vor 15 Jahren oder so. Genau. Und die Frage, also ja, als ich das gesehen habe, die Karte ist wertvoll. Die Frage ist, wie können wir so eine Karte erneuern? Aus so einem Legacy-Ding, was vielleicht auch keiner jetzt mehr anfassen will, wie können wir daraus eine schöne Karte machen? Und das ist so umgekehrter Weg.
Zuerst muss man Bildmaterial herunterladen. Allein das kann rechtlich problematisch sein, aber wir schauen das alles nur zu sozusagen Ausbildungszwecken und nur als Beispiel. Und natürlich niemand von uns wird das hier machen. Ja, sowas. Okay, also mit Wget kann man die Bilder herunterladen. Ich habe das extra nicht mit einem Vorschleifenbefehl Batch SH oder sonst irgendwie gemacht, sondern ganz, ganz blöd, weil, wie gesagt, also Copy-Paste wird wahrscheinlich jeder von uns können. Und wie man eine Vorschleife in Windows Batch-Skripten macht, da würde ich erstmal googeln müssen, wie das so ist. Okay, also man lädt das herunter und das resultiert in ein paar Dutzend Bilder, die kann man sehen. Das Problem ist, also da sind schon sowas wie Kacheln. Das Problem ist allerdings, die sind jetzt nicht für, für eine Darstellung geeignet, weil die eine Überlappung haben. Also die sind sozusagen mit Ränder gemacht. Und dann kommt man an die Frage, okay, wie können wir das jetzt schneiden, ohne dass man 70 Mal einen Grafikeditor öffnen muss, da irgendwie selektieren und so weiter und so fort. Werkzeug dazu, ein ganz tolles Werkzeug dazu ist ImageMagick. Das ist so ein Swiss Knife für Bildverarbeitung, auch in Batch-Prozessen. Und da kann man zum Beispiel diese Crop-Befehle machen. Und man muss einmal vielleicht mal abmessen, wie groß dann tatsächlich man ausschneiden muss. Aber dann kann man das ganz einfach quasi vervielfältigen und kriegt dann die Bilder, die schon geschnitten sind, die sozusagen keine Überlappungen haben. Man kann dann die Bilder zusammenfassen, wiederum mit ImageMagick. Meine Empfehlung ist, mach zuerst irgendwie eine Richtung, also zum Beispiel Streifen oder Spalten, wie auch immer, nicht so wichtig. Also ich mache gerne zuerst mal Zeilen oder Streifen. Und im zweiten Schritt mache ich die nochmal zusammen und kriege dann ein Bild. Das Bild ist riesengroß, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist, wie viel Megapixel da ist. Das ist, ich habe so ein Bild einmal auf A0 ausgedruckt, das sah gut aus. Der Mann in CopyShot hat ein bisschen gestaunt, dass ich mit so einem riesen JPEG zu ihm komme und wie ich das überhaupt gemacht habe, aber er hat es ausgedruckt und das sah gut aus. Genau, und da kann man dann das Bild produzieren und wir haben dann jetzt einen sozusagen Zustand, wo wir wieder mal ein riesen Bild haben und die Frage ist, wie können wir daraus eine interaktive Karte machen, und das habe ich auch früher heute erzählt. Das kann man einfach mit WIPS wieder mal schneiden und kriegt mal die Karte. Und jetzt sieht es halt dann so aus und man muss nicht diese Pfeile drücken, sondern kann ganz normal, also ist ganz normale Leaflet-Karte, kann man hin und her scrollen, reinzoomen, rauszoomen, ist ganz angenehm. Okay, gut. So. Ich bin eigentlich kein Fan von Microsoft, wie viele von uns, aber es gibt auch eine Alternative, wie man so ein Bild machen kann. Und ich denke, das Werkzeug ist so genial, dass ich auf jeden Fall das erzählen muss. Leider nennen sie das mit der Abbreviatur ICE und das erfreut mich überhaupt nicht. Also Microsoft ICE ist grenzt schon ein bisschen an eine Beleidigung, aber es gibt tatsächlich von Microsoft Research diesen Image Composite Editor. Und anstatt das Ganze mit ImageMagick und so weiter zu machen, kann man sagen, okay, wir machen da quasi wie ein Panorama. Dann kann man alle diese Bilder da reinladen. Man muss, also da rechts diese Initial Corner on Direction, das ist wichtig. Man muss das richtig einstellen. Also in Structured Panorama, wie viele Spalten, wie viele Zeilen man hat, in welche Reihenfolge sollen die Bilder kommen. Und dann sind sie schon hier halbwegs gut angeordnet. Man kann sehen, dass hier sozusagen diese Überlappungen, das ist ein bisschen so wie Doppelsehen. Aber der Werkzeug macht daraus schon eine ganz schöne Karte. Also bei diesem Stitching erkennt das Werkzeug die Überlappungen, kann die entfernen. Und am Ende kriegt man ein Bild, das man exportieren kann. Und man sieht da überhaupt diese Ränder nicht. Das Verarbeiten ist ganz cool. Das ist eigentlich Werkzeug eigentlich für Fotopanoramen gemacht, aber funktioniert in dem Fall auch wunderbar. Noch ein Tipp, was ein... Okay, gut, trotzdem. Also ich sag's laut.
Wenn man eine alte große Karte hat, die man vielleicht irgendwie scannen will, ein normaler Copyshop wird das verweigern, die Karte zu scannen, aus rechtlichen Gründen. Man kann das aber mit herkömmlichen Scanner A4, das in mehreren Stücken scannen, kriegt dann eine Anzahl, also mehrere Bilder und stellt dann wiederum zu einer Frage, wie kann ich das zu einer gemeinsamen Karte wieder zusammenfügen. Das ist ein sehr gutes Werkzeug dafür, aber das habe ich nie gesagt. Okay, gut. Die zwei Links, also die zwei Fälle, die ich gezeigt habe, die sind in GitHub zu sehen, also European Inland Waterways und Verbundkarte, aber ich war außerhalb der Stadt, wenn das geschehen ist. Vielen Dank. Besten Dank für den interessanten Vortrag. Gibt es Fragen dazu? Nochmal eine Frage zum Zeitaufwand. Wie schnell komme ich von Bilddatei eben zu dieser interaktiven Karte? Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, wie lange dauert es in Verarbeitung? Minuten. Also ich mache sowas manchmal zwischendurch, weil ich irgendwie eine PDF-Karte nicht aushalten kann und ich mache einfach so ein nebenbei. Also eigentlich die Bilderzeugung geht sehr schnell, das ist unter einer Minute, würde ich sagen, also ganz, ganz schnell. Was ein bisschen aufwendiger ist, ist diese Leaflet-Koordinaten zu finden. Da muss man tatsächlich in eine Konsole gehen und die Bounds zu finden, das ist so ein bisschen problematischer. Also, aber insgesamt pro Karte, also wenn ich ein PDF habe und eine Online-Karte veröffentliche, also erstellen, ich muss da mit dem Modalverben ein bisschen vorsichtig sein, ob ich will sagen. Also wenn man sowas produzieren möchte, ich würde mal sagen, wenn man das einmal gemacht hat und weiß, wie es geht, also unter 10 Minuten Gesamtzeitaufwand. Das heißt, aus meiner Sicht, vor allem ich schaue so Richtung Journalisten, die sowas wie diese Morgenpost-Grafik machen, eigentlich hat man keine Ausrede, dass das irgendwie lang dauert, das ist schwierig. Liebe Journalisten, macht bitte schöne Sleepy-Maps. Danke. Vielen Dank für den Vortrag. Hast du schon mal versucht, den nächsten Schritt zu gehen und die Karten dann zu georeferenzieren, wenn die keine eigenen Koordinaten haben? Ja, habe ich auch gemacht. Also vor allem das mit zum Beispiel dieser Verbundkarte, das habe ich schon, georeferenziert. Das ist ein sehr, sehr lustiger Prozess, würde ich sagen. Also geht halt so, ich habe das in QGIS geladen und in QGIS dann gibt es so ein Werkzeug zur Georeferenzierung. Man muss nur die Stellen finden, die man mit einer normale Karte gut einordnen kann. Und das kann ein bisschen problematisch sein, weil oft sind solche Karten sozusagen noch grafisch aufbereitet und da macht man, was weiß ich, eine Simplifizierung von Geometrien und so weiter und so fort. Ich gucke da immer für irgendwie interessanten Ecken oder interessanten geometrische Features, die man gut auf eine normale Karte einordnen kann. Ich würde aber sagen, mein persönlicher Erfolg damit war also mittelmäßig. Ja? Also geht es mehr oder weniger, aber bei großen Zoom-Stufen sieht man, dass das irgendwie ein bisschen daneben liegt und weiß nicht unbedingt, an welchen Punkt muss ich jetzt ziehen, dass das besser wird. Manchmal, wenn tatsächlich die sozusagen ursprüngliche Karte von einem guten Kartografen gemacht wurde, die hat dann eine richtige oder bekannt mindestens Koordinatenreferenzsystem und das wählt man auch auf eine Hauptkarte, dann kann man eine gute Übereinstimmung haben. Aber das ist, wie gesagt, von Fall zu Fall sehr, sehr unterschiedlich. Aber QGIS ist natürlich ein Werkzeug der Wahl hier. Gibt es noch mehr Fragen? Dann bedanke ich mich, war sehr interessant. Danke auch. Vielen Dank.